Ja, moin! Und willkommen zurück zu Yo-Kai Watch Wibble Wobble. Wir haben ein bisschen Geld bekommen, das ist doch sehr schön, ja? Und ja, ansonsten haben wir im letzten Part den guten Harlequin Recolor besiegt. Wie ist nochmal sein Name? Ich hab's voll vergessen. Eclipse Part, wäre ich nicht drauf gekommen. Real Rap, da wäre ich niemals drauf gekommen. So, erstmal direkt zu Anfang eine Neuigkeit, die für euch, wenn ihr dieses Video hier seht, passé sein sollte, ja, oder schon längst vorbei sein sollte. Und zwar ist der gute Urobunjan Hofftrocken am Start, meine Fräuleins. Und Narweil oder Narweil. Narweil und der mächtige neue Yokai Urobunjan auf Rang SS sind im Uni-Yokai-Mart. Der Ultiseelschlag von Urobunjan erwirkt großen Schaden auf einem einzelnen Gegner. Aber die Attacke ist stärker mit niedrigen Life Points. Und Narweil erhält einen speziellen Punktebonus beim Punkteangriff-Event gegen Narweil. Fordere ihn heraus und erhöhe deinen Punktestand, um dich mit dem limitierten Koalanjan anzufreunden. Koalanjan, Bruders! Das ist natürlich sehr pervers. Eine Kreuzung zwischen Koala und Katze. Dass das ein abartiger Zeugungsprozess war, muss ich Ihnen ja nicht erzählen. Ja, diese vielen Bosse sind hart. Ich hoffe, du bist nicht verletzt. Ich würde mich besser fühlen, wenn es hier einen Arzt gäbe. Ja, jetzt ist auch vorbei. Wir haben keine andere Wahl, Whisper. Wir müssen hier durch. Es führt kein Weg dran vorbei. So. Okay. Fangen wir hier an. Rotzen auch das hier durch. Ich meine, momentan sind wir auf einem so guten Stand, Alter. Das ist hammerhart. Wir schaffen, glaube ich, jedes... jeden Kreis in zwei Parts. Das ist ein ziemlich guter Stand. Auf jeden Fall. Ja. Kann man sich gönnen. Ja, wir sind echt schnell unterwegs. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir wirklich in zwei Parts jeden einzelnen Kreis durchflexen. Das ist gut. Das ist gut. Das gefällt mir. Ja. Kann gern so weitergehen. Ich hoffe, es bleibt auch dabei. Ja, also natürlich, wie wir hier sehen können, machen die jetzt gerade so viel Schaden, diese beiden Drecksäcke. Oh Gott, okay, ich krieg nichts gebacken hier. Gar nichts. Vielleicht noch Verspeiser. Und vielleicht noch Schokolade, Bruder. Und der hat einfach eiskalt überlebt. Was für ein Schwein. Was für ein Schwein bist du denn? So, Feierabend und bye. Man, es ist gut. War schön mit ihnen, aber ihr seht. Wir waren in der ersten Fieberphase und haben schon nicht mal mehr die Hälfte der Lebenspunkte-Leiste gehabt. Also das wird, es wird langsam richtig hart. Vor allem, wenn wir noch irgendeine Challenge machen, wie zum Beispiel eine 28er-Kombo. Okay. Dann wenn ich das jetzt mache, ich werde in der ersten Fieberphase nicht mal diese 28er-Kombo bekommen. Und ich werde bei diesem Versuch wahrscheinlich sterben. Aber probieren wir es einfach mal aus. Vielleicht klappt es ja doch noch irgendwie. Wenn wir die Wapwops zu kleinen Teilen verbinden, dann wird das nicht mal allzu unmöglich. Jetzt zum Beispiel eine Kombo von 15 und wir sind bei der Hälfte der Leiste. Knapp bei der Hälfte der Leiste. Also wenn man hier Yokai zu kleinen Teilen verbindet, dann klappt das doch eigentlich ganz gut. So's. Aber, Alter, die bringen mich hier noch um. Ich habe keinen Ultiseel bereit. Fuck it. Sterben. Das habe ich euch gerade eben gesagt. Wir werden beim Versuch diese Kombo zu machen, einfach sterben. Das ist Fakt. Und, ja, es ist nicht mal ein Yokai gestorben. Also, das können wir nicht schaffen. Das wird nichts. Ja. Da kann ich nichts machen. Da kann ich leider nichts machen. Also denke ich mir jetzt, okay, mit dem Team klappt es nicht. Also lassen wir es bleiben mit der Kombo, ne?
Hat ja keinen Sinn. Bringt ja nichts, sich das irgendwie reinzuzwingen, wenn man beim Versuch, das zu machen, stirbt. Es ist halt nicht einfach. Ich weiß auch nicht, warum es gerade so leckt. Also ich habe das Gefühl, dass das Spiel leckt gerade ein bisschen. Keine Ahnung warum. Warum das Spiel das jetzt gerade nicht so handeln kann. Das ist sehr interessant. Okay, wir haben schon wieder nichts bereit. Höchstens der Double Attack Boost, aber wir haben halt keinen Shogunyan, ne? Dafür aber jetzt. Okay. Machen wir jetzt noch die Combo fertig. Und ich mache die Gegner mit einer Combo fertig. Oh. Okay, das hat dann doch irgendwie geklappt. Also, was lernen wir daraus? Nicht zu kleinen Teilen verbinden, sonst geht das ganz schnell nach hinten los. Aber ich habe das Gefühl, das Gameplay hat gerade eben echt geleckt. Keine Ahnung warum. Wir haben nichts Wrongs gemacht. Mein Tablet ist stark genug, um das eigentlich in 60 Frames darzustellen. Ich will dem Spiel jetzt nicht den schwarzen Peter zuschieben oder so. Aber irgendwie. Vielleicht hat sich auch meine Bildrate im Kopf ein bisschen verringert. Das kann natürlich auch sein, ja. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Dass mein Kopf gerade in diesem Kampf, wo ich mich so konzentriert habe, ja. Was soll ich Ihnen sagen? Ja. Oh. Oh. Cool, 3 Sterne, cool. Mein Kopf war beim Versuch, die Challenge zu machen, wahrscheinlich so im Hochbetrieb, dass die Framerate in meinem Gehirn, welche dann natürlich die Reaktionsvorgänge zu meinen Augen gelenkt hat. Ja, ich will damit sagen, meine Augen konnten in diesem Kampf keine 60 Frames mehr darstellen oder das Spiel hat gerade echt hart geleckt. Aber okay. Ich sag ja nur. Chillen Sie bitte. Eieieiei. So, hier können wir natürlich wieder im First Try HD abhauen, denn ganz wichtig. Hier werde ich mich nicht dazu zwingen, die 10 Bonuskugeln zu sammeln. So sehe ich erstens nicht aus. So, nö. Könnt ihr knicken. Das ist nicht mein. Ziel. Komm schon, Stimuleo, yes. Okay, perfekt. So. Ach, aber was für ein Wunder, ne? Jetzt gerade eben. Ach, das war's schon. Ja, moin. Cool. Was für ein Wunder. Jetzt gerade eben ist der Kampf gar nicht mal so kackschwer. Und auf einmal ist die Framerate in meinen Augen wieder bei 60. Das ist doch ein Wunder. Das ist doch jetzt. Das ist doch wirklich schön. Ja? Wenn die Augen dann wieder mal funktionieren, wie sie sollen. Geil. So, ein 75-Sekunden-Sieg. Okay, dann lass uns mal direkt auf die Kacke hauen und viel verbinden, damit wir schnell in diese gottverdammte Fieberphase kommen. Jedes Mal, wenn ich Fieberphase sage, da solltet ihr am besten eintrinken. Das ist. Da könnte man. Man könnte aus meinem Let's Play wirklich Real Rap ein Trinkspiel machen. Safe. Ja. Jedes Mal dann, wenn ich Fieberphase oder Ultiseel oder Wapwaps oder sonst was sage. Ich glaube, man wäre schon nach diesem Part besoffen. Ja. Wenn sie natürlich minderjährig sind und noch kein Alkohol verzehren dürfen, was wahrscheinlich der Fall ist bei den meisten, meine lieben Fräuleins.
dann greifen Sie zu einer ordentlichen Flasche Robby Bubbles. Denn Robby Bubbles ist lecker. Nom. Ach komm schon, Alter. Ist das dein Ernst? Wie soll ich jetzt hier auf 75 Sekunden kommen? Das klappt doch nicht. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie geil war das denn gerade abgewickelt? Oh mein Gott, ja. Aber ja, bitte nehmen Sie eine ordentliche Portion von Robby Bubbles zu sich, denn das ist ein sehr leckeres Getränk und ich habe es auch früher in der Vergangenheit gerne getrunken. Ja? Ganz ehrlich, ich habe das getrunken, bevor es cool war. Da gab es ja damals immer diese Fernsehwerbung von Robby Bubbles. Boah. Das war wirklich damals mit Robby Bubbles eine sehr schöne Zeit. Ja, zum Geburtstag erstmal eine Flasche Robby Bubbles gekillt und danach erstmal Fettbauchschmerzen bekommen. So muss das sein. So, das waren keine 75 Sekunden, aber das ist mir egal. Bekommen wir halt nach der ersten Fieberphase nicht hin. Klappt nicht. Wir machen zu wenig Angriff anscheinend. Okay, egal. Weitermachen. Soldaten! Und da kommt da so eine Challenge, weißt du? 75 Sekunden in der vorherigen, im vorherigen Level. Und jetzt 105 Hubpops oder weniger platzen lassen? Dein Ernst? So. Mit meinen Hubpops, das ist ja kein Problem mit meinen Hubpops. Und das ist ja auch so ein bisschen. Ich finde, das ist das Problem an diesem Spiel. So, das Balancing, ne? Mit meinem Team schaffe ich es einerseits nicht, die 75 Sekunden Grenze zu erreichen. Andererseits schaffe ich es aber locker, unter 75 Wappops zu bleiben. Ja, das auch, aber selbst unter 60 Wappops ist drin. Aber gerade wenn es darum geht, unter einer engen Zeitvorgabe zu bleiben, dann struggle ich hart rum. Das verstehe ich irgendwie nicht so sehr, so ganz, aber okay. Sei dem Spiel gegönnt, diese Ungebalancedheit, die nicht wegzudenken ist, weil es ist ja wirklich so, weil warum schaffe ich es einerseits nicht, unter 75 Sekunden zu kommen? Aber andererseits unter 115 Wappops zu kommen, was das Zerplatzen angeht. Ich verstehe das nicht. Oder 105 oder was weiß ich. Ihr wisst, was ich meine. Grüne Münze. Cool. Das Spiel kann man doch nicht erzählen, dass mein Team scheinbar nicht stark genug ist. Obwohl es ein tapfer Team ist, es müsste stark erst hell sein. Das Spiel will man doch nicht erzählen, dass ich mit einem tapfer Team auf der vollsten Stufe mit relativ vielen Rang S-Yokai und relativ hochrangigen Yokai, vielen hochrangigen Yokai, es nicht schaffen kann, da unter einer Zeitvorgabe zu kommen, die wirklich nicht leicht ist. Aber andererseits, dass ich es dann schaffe, eine gewisse Anzahl an Wappops da platzen zu lassen. Also das macht halt vorne und hinten nach das gar keinen Sinn. Das weißt du selber, Spiel, ne? Das weißt du doch sicherlich selber. Wie dieses Schwein. So, was ich jetzt natürlich hoffe, dass ich diese Verspeisers noch eben schnell verbinden kann. Hat natürlich nicht geklappt, nice. Jetzt gucke ich mir mal die Situation an. Wer hat überlebt? Alle haben überlebt. Ach du heilige Scheiße. Oh fuck. Das wird knapp. Ich muss draufhauen. Ich hoffe, das reicht. Oh, es hat gerade so gereicht. Nice. Fuck it. Es wird doch nichts. Ah, lass es bitte reichen, Mann. Natürlich nicht. Kann ich nichts machen, ne? Kann ich gar nichts machen, ne? Das ist halt so. Da ist nichts zu machen.
Aber in Ordnung, ne? Das ist halt das Problem. So, die Challenges hier sind ungebalanced, aber richtig as fuck. Weißt du? Einerseits sind die Wapwops oder die Gegner zu hart zu besiegen bei Challenges. Andererseits trinkst du die auch mal bei der anderen Challenge unter den Tisch. Will das Spiel von mir verlangen, dass ich Team-Switchings mache? Also, dass ich halt sage, okay, dann gehe ich heute mal auf den Wapwop oder auf das Team. Ich stelle das Team um. Das muss auch mit einem Team klappen, oder nicht? So. Ich weiß es nicht. Ich bin sowieso ein Laie in diesem Spiel. So, was ich jetzt mache... Das hat sich die Menschheit gefragt. Was Speizer voll kriegen. So, und die Ultisel von Ultimulierung, die spare ich mir für gleich auf. Vor allem, ich weiß, ja, habe ich gerade eben die Ultisel von Stimuleo nicht gehabt? Oder hatte ich sie doch? Da kannst du nichts machen. Da kannst du gar nichts machen gegen. Da ist leider nichts zu machen gegen. Vor allem, der Typ war tot. Warum steht er noch und hat mich geschlagen? Das macht gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn, ne? Die Lebensleiste von dem war leer. Warum hatte er immer noch die Möglichkeit, mich zu schlagen? Das macht gar keinen Sinn, ne? Aber okay, ne? Vor allem jetzt mal kurz zur Geistanzeige. Ihr habt gesehen, Lucky, ich komme in dieses Spiel rein. Lucky, ich gehe in den Posteingang. Die Geistanzeige, full. Full. Also ich habe quasi 5 plus 999, also habe ich jetzt gerade 1004 Geister. Mindestens anscheinend, weil ich frage mich schon, warum geht die Leiste denn gerade nicht leer, wenn ich einen neuen Kampf starte? Warum bin ich immer noch bei 5 plus 999? Ich weiß es nicht. Kein Plan. Ich weiß es nicht, aber jedenfalls... Vor allem, ich glaube, ich weiß es sogar, warum das so ist. Und zwar habe ich das Gefühl, dass das Spiel es einem möglich macht... Ja, leck mich, weg mit dir, Schmock. Aber da setze ich kein Ultisel mehr ein. Das ist mir dann egal, so, ne. Ich scheiße auf die Challenge, das ist mir egal. Aber ich glaube, das Spiel kann... Man kann in diesem Spiel mehr als 1004 Geister sammeln. Andererseits wird das aber auch nicht angezeigt. Das heißt, da steht jetzt gleich nicht 5 plus 1000 irgendwas, obwohl Platz genug da sein müsste. Also Platz satt ist da, Gringos, ja. Trotzdem wird mir hier nur... Ihr seht, es wurde wieder ein Geist abgezogen. Wir haben trotzdem immer noch 5 plus 999. Das heißt, wir haben mindestens 1004 Geister. Mindestens. Ja? Hätte das Spiel das nicht irgendwie anzeigen können, dass man auch über 1000 Geister oder über 1004 Geister sammeln kann? Hätten sie die Tausenderleiste nicht noch mit einfügen können? Oder wäre das zu viel Arbeit gewesen? Oder ist die Schriftart zu breit, dass es da nicht mehr reinpasst? Ins Fenster. Hm, naja, ich glaube mal nicht. Ja. Das ist ja wohl wieder ein Schwazy. Ein Schwachsinn. Aber wir haben nichts ready. Das ist doch geil. Gar nichts haben wir ready. Gönnbar. Natürlich überlebt das natürlich. Ja, Tristan überlebt das natürlich direkt. Das ist natürlich sehr nice. Richtig geil. Jetzt machen wir Feierabend, jetzt schipp mal bitte weg, du Sau. So, noch den letzten Stärkungspush von Shogunner mitnehmen. Ich hoffe so, dass ich es noch schaffe, ne? Aber ich glaube, der hat nur 180 abgezogen.
Oh ja, oh, okay, da war das Christine. Sorry vor Verwechslung. Es war nicht meins Absicht. Schwester ist LP. Ja. Und jetzt erzählt mir mal, wie soll ich es jetzt schaffen, viermal in die Fieberphase zu kommen? Wie soll das funktionieren? Das kann doch nicht gehen. Das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit. Alles was rechts, aber das kann doch nicht funktionieren. Aber okay. So. Jetzt gehen wir erstmal in den Posteingang hinein. Die Frage ist dann, was ist, also, danke Jason Brudes, was ist die tatsächliche Grenze an Geistern, die man sammeln kann? Ist es vielleicht dann 10.004 oder 9.999? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Weil es wird ja über 1.000 gehen und die Frage ist, wann ist die Grenze erreicht? Oder kann man unendlich Geister sammeln? Hm. Eine gute Frage, finden wir es bald heraus, ja? So, wir werfen erstmal die grüne Münze rein und dann gehen wir zum Oni-Yokai-Marten, weil wir haben momentan relativ viel Geld, wir farmen auch ganz gut Geld. In diesem Sinne kann man sich den einen oder anderen Gang zum Oni-Yokai-Marten nicht ersparen, aka sich gönnen, let's go! Und ich hoffe so auf mein Glück, irgendeinen S-Rang oder einen SS-Rang zu bekommen. Schade. Schade, aber wer ist es denn jetzt? Doppelmann, Bruders. Lass uns Freunde sein, ja, ja. So bekommst du zwei neue Kumpels zum Preis von einem, ja. Okay. Die Entwicklung von dem guten... Ja. Die Entwicklung von... Möter. So. Halb Mensch, halb Köter. Also muss das sein. Und wir haben nochmal... Oh, wir haben den Titel Reizende freigeschaltet. Das ist doch sehr gut. So möchte ich gerne angesprochen werden, meine Brudingos. Oh. Nice, HD. Gut, dann bis zum nächsten Mal, wenn wir es vielleicht sogar schon zum Boss schaffen. Wie viele Level haben wir heute geschafft? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Müssen wir gucken. Boss eventuell im nächsten Part. Haut rein und bye.